Servus, Grüezi und Hallo und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Badenfarmer, heiße euch recht herzlich willkommen und wir sind auf unserem Projekt Neubartelshagen Reloaded, Folge Nummer 4 auf der PlayStation 5. So, ich finde es ein wunderschönes Bild, hier unsere schöne alte Mühle zusammen mit diesem Heißluftballon. So, ich zeige euch ganz kurz, was ich in der Zwischenzeit hier noch ein bisschen verändert habe, was ich hier noch gemacht habe hier auf unserem neuen Hof, nachdem wir ja die ersten Gebäude hier platziert haben. Dann gehen wir ein bisschen nach oben. Ich habe hier noch ein kleines Multifruchtsilo, damit wir hier Saatgut, Dünger und Kalk entsprechend laden können. Hier auf dem Hof habe ich noch installiert. Ich habe dann eben ein paar Bäumchen noch gepflanzt. Ich habe hier noch einen Zaun schon mal gezogen. Und ein bisschen Gras gemacht, ein bisschen hier dekoriert mit einer Hecke und Bäume gepflanzt, so damit es nicht ganz so, ich sag mal, trocken aussieht. Hier oben lassen wir erstmal alles offen, denn wir müssen mal schauen, wie sich der Hof dann weiterentwickelt, welche Tiere, welche Ställe wir nämlich dann noch installieren, ob wir Hühner mit auf den Hof nehmen, ob wir Schweine mit auf den Hof nehmen. Da lassen wir uns mal noch überraschen. Gut, legen wir mal los oder beziehungsweise wir wollen heute noch ein bisschen was arbeiten. Hier habe ich den Fendt, habe einen Mulcher besorgt, habe auch schon die ersten Bahnen hier gemulcht, denn wir haben ja schließlich Getreide auf diesem Feld gehabt und da sollte man danach, ja ich glaube man nennt es Stoppelsturz machen, nämlich die Stoppeln, die nach der Ernte übrig sind, die sollte man eben noch klein häckseln. Die geben dann auch so ein bisschen, in der Realität glaube ich, ein bisschen Dünger. Hier in dem Spiel jetzt natürlich so nicht. Den Kollegen mit dem Fendt, den lassen wir hier jetzt noch ein bisschen fahren. Und schauen mal, ob er das auch richtig macht hier am Ende des Feldes, ob das soweit funktioniert hat. Wie gesagt, der Teil hier, über den wir jetzt gerade mit dem Mulcher fahren, das wird unser Grasfeld. Hier werden wir dann Heu machen für unsere Kühe. So, ich steige jetzt um in unseren Warrior. Und wir werden hier mal anfangen, das restliche Stroh noch aufzusammeln. So, unser Ladewagen von Pöttinger und den müssen wir wieder ablassen bzw. ausklappen. Yep. So, und Tempomat rein und dann sammeln wir mal ein bisschen Stroh hier ein und das Stroh werden wir dann in unser Fermentiersilo bringen. Fermentersilo, so ist es richtig, glaube ich, ausgesprochen. Und dann können wir nämlich das Stroh schon beginnen, langsam aber sicher zu Silage umzuwandeln, damit wir hier loslegen können. Und dann können wir unsere kleine Hof-BGA ja damit entsprechend füttern, um die ersten Einnahmen schon zu generieren. Was ich dann auch nach der ersten Ladung, wenn die nämlich dann im Silo ist, damit ich schon mal anfangen kann, zu produzieren. Was ich dann gleich machen werde, ist mal unseren geernteten Hafer holen und dann werden wir mal die Mühle damit nehme ich schon mal anfeuern und mal gucken, wie sich das verhält. Die Mühle habe ich ja extra jetzt hier auf den Hof gestellt, weil die soll sich ja auch ein bisschen drehen. Die wird nachts auch beleuchtet sein. Ja, und das finde ich eigentlich richtig schön hier für den Hof. So, immer schön in der Spur bleiben. Ich glaube, der ist nämlich ein bisschen empfindlich und nimmt dann eben nicht gleich alles auf. Der hat nicht so eine große Aufnahmebreite. So, sieht doch alles schon ein bisschen auch angenehmer aus, wenn Gras gepflanzt ist, wenn Hecken sind und wenn die ersten Bäume stehen. So, einklappen und dann bringen wir das Ganze mal zum Silo. Und abkippen. Ja, dann schauen wir mal hier und zwar unter Produktionen müsste ja das Ganze hier sein. Hessisches Fermentersilo. Da haben wir jetzt Stroh drin und dieses Stroh werden wir jetzt umwandeln, haben eingeschaltet die Produktion
und dieses Stroh, 35.400 Liter, soll behalten werden. Daraus machen wir Silage und die Silage können wir dann später in unsere Mini-BGA werfen, so wie auch Zuckerrüben, Kartoffeln, Zuckerrüben, Schnitzel. Stroh direkt könnten wir auch einwerfen, aber dann bekommen wir eben nur 130 Einheiten Strom und 120 Güllereste, während mit Silage bekommen wir 756 mal Strom und 252 Güllereste. So, ja, für dieselbe Menge fast. Okay, und da unten haben wir unsere alte Getreidemühle. Da können wir, wie gesagt, nicht nur Getreide und Weizen einwerfen, sondern eben auch Sonnenblumen, Rapsöl und Oliven. Und wir werden auf dem ersten Feld noch im August, in diesem Monat werde ich auf jeden Fall noch Raps ansehen. Und im nächsten Monat werden wir dann nochmal Weizen und Getreide ansehen. So, unser Mulcher arbeitet. Und ich muss jetzt mal kurz überlegen, wo haben wir eigentlich unseren Anhänger vom Abkippen? Augenblick, da schauen wir doch einfach mal falsch auf der Karte. So, irgendwo müsste doch unser Anhänger sein. Na? Ah, natürlich. So. Dann bringen wir erstmal den Ladewagen zur Seite, weil das Silo kann ja bereits anfangen hier, das Fermenter-Silo, und produziert schon einmal. Dann stellen wir den hier mal kurz zur Seite. Und da hinten steht nämlich unser Wagen. Und dann werden wir nämlich mal Hafer holen und schauen, wie sich das mit unserer Mühle verhält. So, einen Tank haben wir auch, einen Dieseltank, damit wir unsere Fahrzeuge natürlich auch betanken können. So, Schiebe, Tor, geöffnet und dann können wir rausfahren. Ja, da bin ich jetzt mal richtig gespannt, wie sich hier die Mühle dann verhalten wird. Wie gesagt, in der Beschreibung steht, dass sich die Räder drehen bei der Produktion. Und das finde ich richtig. Würde mir sehr gut gefallen, jedenfalls hier für diese Map. Ja, wenn wir dann die Felder gemulcht haben und das ganze Stroh eingesammelt haben, dann wird der erste oder der nächste Arbeitsschritt natürlich der sein, dass wir die Felder kalken, weil wir müssen ja den pH-Wert auf neutral bringen. Und dann werden wir uns eine Direktsaatmaschine holen, ich denke mit 9 Meter Arbeitsbreite, die eben auch gleich düngen kann in einem Durchgang. Das heißt also gruppern, ansehen und düngen in einem Durchgang. Das bringt dann auch, ich sage immer so schön, die Ökopunkte, die größten Ökopunkte für unsere Karte, nämlich meines Wissens 20 Stück. So, das mit dem Verkehr, da bin ich jetzt ehrlich, den habe ich jetzt einfach mal ausgeschaltet, denn sind schon ganz schön viele Autos unterwegs hier auf dieser Map und eben auf dieser einen einzigen Straße hier. Und ab und zu werde ich natürlich auch die Helfer losschicken und laden und liefern lassen. Und dann denke ich, ist es nicht gerade besonders hilfreich, wenn ständig die Autos im Wege stehen. So, wir haben Hafer, jede Menge Hafer. So, aber bevor ich jetzt noch was Falsches sage, schauen wir noch mal in die Produktion. Gerste, Hafer, Hafermehl. 15 werden zu 19 Mehl. Okay. Das passt also soweit. So, am liebsten fahre ich ja immer in der Innenansicht, wenn ich auf der Straße unterwegs bin.
bringt denn mehr, ein bisschen mehr Feeling rüber. Was auch ein kleines bisschen ein Problem hier ist auf der Map, sind natürlich die Verkehrsschilder. Die haben Kollision, die fliegen dann richtig schön durch die Gegend. Dann liegen die meistens auf der Straße und auch dann hat der Helfer meistens ein Problem. Und ja, dass eben ein Objekt den Weg versperrt und da muss man dann auch ein bisschen aufpassen mit den Schildern. So, dann schauen wir mal, wie weit unser Helfer ist. Der wünscht immer noch kräftig auf dem ersten Feld. Also meines Wissens sollte ja Mulchen ja auch 2-3% bringen an Ertragssteigerung. Ob das natürlich auch bei Precision Farming immer auch noch so ist. Wir können ja gleich mal gucken. Aber ich denke nicht, dass jetzt hier schon was angezeigt wird. So, gehen wir mal aufs Feld. Was zeigt er denn an? Unkraut wachsend, Hafer war da drauf und pH-Wert ist zu niedrig und Stickstoff haben wir gar nichts. Und wenn man da drüber geht, zeigt er nichts anderes an. Okay, müsste man dann wirklich im Verhältnis da mal prüfen, einmal gemulcht, nicht gemulcht, was er dann als Ertrag angibt. So, jetzt schauen wir mal, dass wir hier den Hafer reinkriegen. Ah, stopp, da fällt mir gerade ein. Ich glaube, da gibt es eine Klappe, die wir öffnen müssen. Sehr schick, sehr schick. So, und abgeladen. Naja, also wenn jetzt die Mühle anfangen würde zu drehen, hätten wir, glaube ich, ein kleines Problem. Ich glaube, da steht ein bisschen was im Wege. Aha, naja, also anscheinend ist die Kapazität nicht so groß. Aber jetzt lassen wir uns mal überraschen, was passiert, wenn wir das Ganze hier anwerfen. Also, Hafer, ab die Post und sie dreht sich tatsächlich. Ach, ist das schön. Ist das nicht schön? Und hört ihr die Geräusche? Ah. Habe ich doch voll die Freude. Ja, sehr schön. Da haben wir unsere echte, alte Getreidemühle auf dem Hof. Und es wird Zeit, dass sich was dreht. Ja, dann lassen wir es mal soweit gut sein. Ich sage recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich, der Badenfarmer, bedanke mich. Wünsche euch auch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Bis bald. Tschüss, ciao. Cheerio.